erwarb er Artilleriekenntnisse und einen Artilleristendienstgrad. ...1701 wurde das Herzogtum Preußen in ein Königstum umgewandelt. Am 18. Januar ließ sich der erste preußische König, Friedrich I., in der Schlosskirche krönen und wurde feierlich zum Thron gesalbt. So wurde Königsberg der königliche Sitz und Hauptstadt Preußens. Viele Stellen sind hier mit den Namen der Könige verbunden. Die geradlinigste Straße der Stadt hieß Königstraße. Bebaut wurde sie hauptsächlich Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Es war eine ständige Marschroute des Königs Friedrich III. Auf seinem Weg zu den Truppenbesichtigungen und Paraden. Stellte man sich ins Zentrum der Straße, so konnte man auf einer Seite den nördlichen Turm des Königsschlosses sehen, auf der anderen Seite öffnete sich der Blick zum Königstor. Dieses Tor, gebaut Mitte des 19. Jahrhunderts, war ein Element der Befestigungen rings um Königsberg. Das Königstor erinnert an den böhmischen König Ottokar II., den Preußenkönig Friedrich I. und Herzog Albrecht. Herzog Albrecht, der große Vertreter der Reformation, trat aus dem Ritterorden aus und so wurde Königsberg unter seiner leichten Hand zu einer der glaubenstolerantesten Städte jener Zeit. Heute noch kann man die alten deutschen Kirchen bewundern, die noch stehen. Die Kreuzkirche, jetzt die orthodoxe Kathedrale zur Kreuzesaufstellung. Die katholische Kirche der Heiligen Familie. Die Kirche in Rosenau. Die Pronatakirche. Und die Kirche des heiligen Adalberts. Der älteste Ritterkirche in Juditten, im 13. Jahrhundert erbaut, fungierte 300 Jahre lang als katholische und wurde im 16. Jahrhundert zu einer lutherischen Kirche. Heute ist sie als orthodoxes Gotteshaus dem heiligen Nikolaus geweiht, das erste im Kaliningrader Gebiet seit dem Kriegsende. Anfang unseres Jahrhunderts wurde die katholische Kirche der Heiligen Familie gebaut. Heute ist sie die Kaliningrader Philharmonie. Für lange Zeit davor kann man die Orgelklänge wieder in ihren Wänden hören. Herz und Seele Königsbergs war der Dom, der im 14. Jahrhundert gebaut wurde. Als sein Gründer gilt der Deutschordenshochmeister Ludwig von Braunschweig.
Die Kathedrale wurde zur Gruft der adligen Bürger Königsbergs. Auch Herzog Albrecht hat hier seine ewige Ruhe gefunden. Noch heute stehen die Epitaphien im Dom wie Visionen der Vergangenheit. Die Hochzeitspaare kommen heute zum Dom an ihrem Trauungstag. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Dies sind berühmte Zeilen des großen Sohn des alten Königsbergs, Immanuel Kant. Sein Name ist untrennbar mit der Universität verbunden, die von Herzog Albrecht 1544 gegründet wurde. Das einst verschollene Denkmal des weltberühmten Denkers, das von dem Berliner Bildhauer Christian Rauch angefertigt wurde, hat in unserer Zeit wieder seinen alten Platz neben der Albertine eingenommen. Das Denkmal wurde in Deutschland neu gegossen für das Geld einfacher Bürger, gespendet auf Aufruf der geborenen Königsbergerin Marion Gräfin Dönhoff. Manche architektonischen Meisterwerke Königsbergs sind mit dem zarten Frauennamen Luise eng verbunden. Die Königin Luisa Gedächtniskirche ließ der Kaiser Wilhelm II. 1899 bauen. Königin Luisa war eben seine Großmutter. Diese legendäre Frau wurde in Königsberg sehr verehrt, denn in den Jahren der französisch-preußischen Kriege wurde eben auf ihre Initiative das preußische Volksaufgebot gebildet gegen Napoleon Bonaparte. Im Verband mit den russischen Truppen hat es Europa befreit von der napoleonischen Invasion. Die Darstellungen der Helden jenes Krieges viele der Stadttore, die als Befestigungsanlagen auf Befehl des Generals Ernst von Aster gebaut wurden. Das Rossgärtnertor, das Brandenburger Tor, das Königstor, das Sackheimer Tor, und das Friedländer Tor.